Hi. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie es kommt, dass zwei Menschen scheinbar aneinander vorbeireden? Es gibt offenbar Situationen, in denen die Kommunikation zwischen uns nicht so richtig funktionieren will. Kommunikation ist ein ziemlich komplexer und weit gefasster Begriff. Er beschreibt in erster Linie Informationsaustausch. Das kann zum Beispiel biologische Kommunikation sein, bei der irgendwelche chemischen Botenstoffe zwischen Zellen in Lebewesen hin und her geschickt werden. Aber auch im IT-Bereich gibt es Kommunikation. Dort unterhalten sich Computer über Nullen und Einsen. Der wirklich spannende Teil ist aber die Kommunikation zwischen den Menschen. Ich persönlich finde, dass das was ganz Außergewöhnliches ist. Denn indem wir miteinander kommunizieren, tragen wir unsere Gedanken und Ideen in die Welt hinaus. Nun ist eine Idee alleine aber noch lange keine Kommunikation. Dank der Neurologie weiß man, dass unsere Gedanken und Ideen im Grunde genommen nichts weiter sind als elektrochemische Reaktionen in unserem Gehirn. Das bedeutet, dass beim Kommunizieren, also dem Miteinanderreden, etwas so wahnsinnig Abstraktes wie eine Idee oder ein Gedanke auf einmal Realität wird und so für andere Menschen begreifbar wird. Die Botenstoffe, die wir für unsere Kommunikation meistens wählen, sind akustische Signale, die wir in unserer Umwelt absondern. Das heißt, wir blubbern, gurgeln, grunzen oder brummeln irgendetwas vor uns hin und hoffen oder gehen davon aus, dass jemand anderes diese Signale empfängt. Der Mensch war im Laufe der Jahrtausende schlau genug, für diese Art der akustischen Kommunikation die Sprache zu entwickeln. Sprache ist aber nur ein Code, mit dem wir unsere Ideen und Gedanken verschlüsseln. Der Empfänger muss die Inhalte entsprechend dekodieren können. Das ist der Grund, weshalb wir Fremdsprachen nicht so ohne weiteres verstehen. Wir kennen den Code nicht und können Nachrichten in anderen Sprachen nicht dekodieren. Allerdings kann es selbst innerhalb ein und derselben Sprache dazu kommen, dass Nachrichten unterschiedlich kodiert und dekodiert werden. Um das zu verstehen, müssen wir uns eine solche Nachricht aber mal genauer ansehen. Die Nachricht ist das, was hier so in bunten Linien dargestellt ist. Zuerst schauen wir, was beim Senden der Nachricht, also beim Kodieren, geschieht. Danach können wir nachvollziehen, wie die Nachricht beim Empfänger dekodiert werden kann. Dabei wird dann deutlich werden, wo die eigentlichen Hürden innerhalb dieses Kommunikationsprozesses liegen. Da kann nämlich einiges schiefgehen. Sehen wir uns also die Nachricht an sich mal an. Nachrichten sind keine einfachen Gebilde, sondern verbergen unterschiedliche Aspekte. Sie sind hier als vier unterschiedlich farbige Stränge dargestellt. Jeder von ihnen steht für eine andere Inhaltsebene. Der blaue Strang beinhaltet die reine Sachinformation. Der rote Strang beinhaltet einen Appell. Der gelbe Strang beinhaltet einen Beziehungshinweis, der in der Nachricht enthalten ist. Und der grüne Strang gibt etwas über den Sender selbst kund. Dieses Wirrwarr kann man nun in ein anschauliches Modell überführen. So wird die Nachricht jetzt als ein Quadrat mit vier Seiten dargestellt. Jede dieser Seiten hat einen anderen Schwerpunkt. Dieses Modell nennt man das Kommunikationsquadrat. Entwickelt hat es Friedemann Schulz von Thun bereits vor über 30 Jahren. Trotzdem ist es heute so aktuell wie damals. Was genau beinhalten diese vier Seiten denn nun? Um das zu verstehen, muss man sich jede Seite einzeln vornehmen und genau anschauen. Die blaue Seite zeigt die reine Sachinformation oder worüber ich informiere. Die rote Seite steht für einen Appell oder was ich mit dieser Nachricht erreichen möchte. Die gelbe Seite enthält einen Beziehungshinweis, dem man entnehmen kann, was ich von dir halte oder wie ich zu dir stehe. Und die grüne Seite gibt an, was ich selbst von mir preisgebe. Denn immer, wenn ein Sender etwas sagt, gibt er damit auch Informationen über sich selbst preis. Wichtig ist, dass jede Nachricht immer alle diese vier Aspekte mit sich bringt. Deshalb hier noch einmal alle Seiten im Überblick. Wenn allerdings jede Nachricht alle vier Seiten hat, kann das zu einigen Problemen führen. Denn jeder entscheidet selbst und teilweise sogar unbewusst, welcher Seite er am meisten Bedeutung beimisst. Leider sind das beim Sender und Empfänger nicht immer die gleiche. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom vierschnäbligen Sender und vom vierohrigen Empfänger, hier mit Kopfhörern dargestellt. Immer dann, wenn Sender und Empfänger nicht auf derselben Wellenlänge sind, kommt es zu Konflikten oder Kommunikationsproblemen. An ein paar Beispielen wird das sehr deutlich. Am Bildrand sind noch einmal die vier möglichen Seiten der Nachricht genannt. Also, Beispiel 1. Ich sitze mit meinem Cousin beim Essen und ausnahmsweise habe ich mal gekocht. Es gibt leckere Spaghetti Bolognese und ich habe viele frische Kräuter in die Soße getan.
Da fragt er mich auf einmal, was ist denn das Grüne in der Soße? Jetzt habe ich als Empfänger, ungeachtet der Situation, erstmal freie Auswahl, welche der vier Seiten ich aus dieser Nachricht heraushören will. Ist es die reine Sachinformation, dass mein Cousin bemerkt hat, dass da frische Kräuter in der Soße sind? Schön, dass er wenigstens mit offenen Augen isst. Ist es vielleicht der Appell, dass er wissen will, was genau das ist und ich als Koch doch bitte Auskunft geben soll? Oder ist es vielleicht der Beziehungshinweis? Er vertraut mir, dass ich eben als Koch es schon wissen werde. Oder sagt mir seine Frage nur, dass er kundgibt, es eben nicht zu wissen? Wie man sich sicher denken kann, kann meine Reaktion je nach aufgenommener Nachricht unterschiedlich ausfallen. Beispiel 2. Dieses Mal eine Szene zwischen meinem Bruder und mir. Wir sitzen im Auto, er fährt. Ich äußere folgenden Satz. Hey, da vorne ist grün. Was meine ich damit? Ist es nur die reine Sachinformation, dass ich die grüne Ampel gesehen habe? Will ich erreichen, dass mein Bruder endlich etwas schneller fährt? Vielleicht spiele ich auch auf unsere Beziehung an und signalisiere, dass er ohne meine Hilfe im Straßenverkehr nicht zurechtkommt? Oder will ich nur mitteilen, dass ich selbst es eilig habe und mich darüber freue, nicht wieder an einer Ampel warten zu müssen? Beide Beispiele lassen sich selbstredend auch aus der jeweils anderen Perspektive betrachten. Anhand des Kommunikationsquadrats wird deutlich, dass es einen großen Unterschied zwischen einer Nachricht und einer Botschaft gibt. Die Nachricht ist, was ich sage, aber die Botschaft ist, was ich meine. Für welchen der vier Kanäle wir uns im Alltag meist völlig un- oder zumindest unterbewusst entscheiden, hängt von vielen Parametern ab. In jedem Fall spielt aber der Kontext eine enorme Rolle. Also bestimmt häufig die Situation, was ich mit dem Gesagten meine. Aber auch mein Tonfall, Gestik und Mimik kann Auskunft darüber geben, ob ich reine Informationen mitteile oder ob ich bestimmte Absichten verfolge. Als Empfänger kommt oft noch dazu, dass die Sozialisation eine große Rolle einnimmt. Nur so kann ich mir erklären, dass es Menschen gibt, die scheinbar immer alles gleich persönlich nehmen, also auf dem Beziehungsohr sehr sensibel sind. Das Kommunikationsquadrat kann helfen, Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Dazu bedarf es allerdings einer sorgfältigen Analyse der Nachricht und man muss alle möglichen Einflussfaktoren berücksichtigen. Leider ist das im Alltag und in normalen Gesprächen kaum für jede einzelne Nachricht machbar. Wer viel mit Menschen zu tun hat und das nötige Maß an Empathie mitbringt, entwickelt aber nach und nach ein sehr gesundes Bauchgefühl für die vier Seiten einer Nachricht.